So, ja, jetzt mit Vollspeed. Wunderbar. Oh, sehr voll. Also, Respekt. Jetzt will ich ein Schild. 10-10. 10-10 Fliege. Das ist die du vorhin gegessen hast, als du betrunken hast. Ja, ja. Und so schließt sich der Kreis. Ich war betrunken. Du warst betrunken? Ja, ja. Was habe ich im betrunkenen Zustand so gesagt? Ach das? Oh, okay, das sage ich auch oft, wenn ich nüchtern bin. Also war ich nicht betrunken. Gut. Weiß man nicht. Du sagst es auch oft. Ich sage auch oft. Machen wir jetzt also die Flugstunden. Ja. Yep. Mit also du. Dem, ja. Ja, wer auch sonst. Ganz ehrlich, selbst ja. Ich habe das schon, also nicht perfekt gemacht, aber so gut wie. Und habe die Trophäen, Thomas Trophäe, Tony Giga... Irgendwas mit T einfügen. Nie gekriegt. Okay. Vielleicht schaffst du es ja. Vielleicht schaffe ich das. Aber erstmal den Jiggy, das ist das Wichtigste. Hauptsache der Jiggy. Der Jiggy. Und dann lernst du auch erstmal direkt ein bisschen, wie man fliegt hier. Und zwar mit Bottles. Dafür lese ich das jetzt alles vor. Staffelführer Bottles zu Diensten. Möchtest du trainieren, um ein cooler Fliegertyp zu werden, wie ich einer bin? Das ist der Beruf der Sieger. Yeah. Hör zu, Wurmmaul. Nur, noch bevor dieser Log aufgetaucht ist, konnte ich besser fliegen als jeder sehbehinderte Maulwurf. Das ist schon ziemlich krank. Wir sollten es besser hinnehmen, Kazui. Jetzt, wo deine Flügel gestutzt wurden, sind wir mehr oder weniger gezwungen, auf dem Teppich zu bleiben. Was? Das ist Tierquälerei. Naja, sie hat ja nicht mehr die Fähigkeit zu fliegen. Auf geht's, der alte Vogel ist aufgetankt. Meiner nicht deiner. Also lass uns loslegen. Witzig eigentlich. So, weiß nicht mal, was ich tun muss. Der sagt dir das schon. Nimm Geschwindigkeit auf, drücke den linken Stick nach hinten um. Bleibe im Steilflug, indem du den linken Stick nach hinten ziehst. Sobald du hoch genug bist, werden wir das Training beginnen. Ah! Ich ziehe die Luft, es gibt nichts Besseres. Kannst du mir noch folgen? Fliege die Pfeile nach und dann vorsichtig durch die Ringe. Und guck mal, wie viel Zeit von der Thomas-Trophäe jetzt schon weg ist. Schon, das ist Und du musst noch Loopings machen, du musst noch die Kokosnüsse von dem einen Ding abräumen, du musst noch irgendwie Kisten aufsammeln und Zeug abschießen. Und das alles noch innerhalb dieser eine Minute, die du wahrscheinlich hast. Absolut grandios. Warum gibt's denn kein Turbo oder sowas? Ja, weil das nur das Bottles-Flugzeug ist. Das ist ein kurzsichtiger Maulwurf, was willst du? Naja, willst dafür hat er einen ganz guten Paintjob gemacht. Ja, das vielleicht, aber... Was ist dein Aussicht? Okay, den Klassiker. Zeit für einen Looping. Geh in Sturzflug über, um Geschwindigkeit aufzunehmen und dann drücke den linken Stick nach hinten, um einen großen Looping mit dem Flugzeug zu machen. Du hast gerade den umgedrehten Looping versucht, kann das sein? Ich habe einfach nur gedacht, was er gesagt hat. Sturzflug und dann und ist es irgendwie. Ich weiß dann nicht. Den Looping machen. Du hast gerade eigentlich einen gemacht. Den linken Stick nach hinten. Ja. Und warum auch immer hat er den nicht registriert? Jetzt. Nanu, nicht übergeben. Jetzt wird es etwas schwieriger. Ich möchte, dass du deinen Kokosnuss von dem Stapel Kisten dort runterhaust. Also da einfach nur drüber fliegen. Hauptsache, du erwischst eine davon. Flüge im Sturzflug herunter und hau die Nüsse dort mit dem Räder rum. Das war's schon, das reicht schon. Oder auch nicht? Wenn sie nicht runterrollt, dann ist die Aufgabe nicht erledigt. Und sie ist nicht runtergerollt. Nee. Und wenn man sie nicht erreicht, macht man einfach Aufgabe neu starten. Ach, willst du jetzt von Toni? Wir holen Tonis tolles Toast. Alter. Ich sag andauernd Alter in diesem Let's Play, kann das sein? Ja, Alter, ja. Muss ich mal Linkstick wegziehen, weil einfach so abhebt. Ist merkwürdig. Ja, so jetzt. Schnell hoch, das ist das Wichtigste. Aber nicht übergeben. Nee, sonst... Ja, riechst du die Luft? Jetzt geht ja den... Sachen da hinterher. Zu den Pfeilen. Damit wir dich aus dem Knast rausbringen. Wollten wir gucken, wie lange wir schon aufnehmen.
Da müssen wir aber 11 Minuten Outtakes mit wegrechnen. Das heißt, wir sind dann damit jetzt bei einer Stunde und 48. Das ja. Wie wir schon wieder an diesem Let's Play sitzen. Ist schon eine ganze Menge. So ziemlich, ja. Ich habe schon gedacht, das letzte ist eine ziemlich lange Aufnahmesession. Und aber der gute Captain, der kam dann so an, ja, mal sehen, wie lange wir dann wieder aufnehmen. So 2-3 Stunden. Naja, umso schneller man das hinter sich bringt. Umso besser, ja. Und es macht ja irgendwie trotzdem Spaß, finde ich. Aber das liegt halt weniger am Spiel, als mehr an dem, was wir so labern. Ja, du hast den Looping schon geschafft. So, jetzt nochmal die Kokosnüsse weghauen. Im Moment kämpfe ich mit der Kamera. Das könnte zeitlich sogar hin und rechts. Kamera! Nein, nein! Oh Gott. Links. Da. Und jetzt. Du kannst ruhig ein bisschen weiter runter gehen als vorher. Genau, so ungefähr. Und jetzt, richtig. So, reicht. Ein Schwarzer getroffen. Ich würde sagen, du bist bereit für eine erste Landung. Da links, genau. Bringen Sie oben auf den riesigen Stein hinter der Kokosplante. Orientiere dich an den Fackeln. Für eine perfekte Landung. So, dann musst du da jetzt irgendwie so Kisten aufsammeln, irgendwas noch abschießen und dann bei ihm landen, soweit ich mich erinnere. Oder einfach so zwischenlanden, ich weiß nicht. Gut gemacht, die letzte Stufe, der Luftkampf. Ja, ich habe ein paar Utensilien mit Mumbo-Kisten. Da musst du jetzt die Kisten da, du musst zu den Kisten da hinlaufen. Oh Gott, was? So müssen das werden, dämlicher blöder Maulwurf-Penner. Ja, und achso, ich kann sie nicht dann mit ans Flugzeug schieben. Also mit dem Stick. Und dann musst du noch was abballern und dann zu ihm zurück. So, du hast die Kisten jetzt. Du hast einige. Genau, und jetzt da mit B irgendwie eigentlich normalerweise ran. Ja, aber das Flugzeug ist weg. Du kannst jetzt neu starten. Ich sag doch, diese Aufgabe ist richtig scheiße. Warum hast du einen Haufen. Einen Haufen nichts. Also du hast gerade wieder zwei Loopings gemacht. Da kannst du Zeit sparen, indem du nur noch einen machst. Ja, er muss ja nur sitzen. Richtig. Nimm Geschwindigkeit auf. Linken Stick nach hinten. Linken Stick in hinten. Ja. So, und jetzt genau wieder nach vorne, weil da ist dann das erste Gedings da. So, jetzt mit Konzentration. Captain. So Captain. Kann man sich immer gut konzentrieren. Ich weiß. Sky Captain and the World of Tomorrow. Ich frage es aber auch, wenn wir dieses Let's Play fertig haben, was wird das nächste super tolle Extravaganza? Oh Gott, weißt du, wie lange der Scheiße noch gehen wird? Könnte noch eine Weile dauern. Ja, ich glaube auch. Also so partmäßig gesehen könnte es echt lange dauern, aber wenn wir wirklich immer so 2-3 Stunden Sessions machen, könnte das eventuell ein paar Sitzungen sogar schon fertig sein. Hm. Sitzungen ist ein schönes Wort dafür. Ich glaube aber eigentlich, nee, du hast eigentlich recht, das wird noch eine ganze Weile dauern. Also mit diesem Let's Play werdet ihr noch eine Menge Spaß haben. Wenn es hier rauskommt. Lubing, genau. Hat gezählt. Das ist daran, dass Kazooie darauf reagiert. Wenn Kazooie da irgendwie aus dem Rucksack so rauskommt. Da habe ich jetzt keinen Dunst drauf zu achten. Gut. Ja, reicht rechts. Ja, so. Besser als vorher auf jeden Fall. Und jetzt mit dem Flugzeug direkt bei den Kisten daran. Also das wäre rechts bei dem gut, Baum, ja. Bei dem kleinen Baum sind die Kisten dann. Rechts bei diesem kleinen Baum da, der Türkis raussticht irgendwie. Muss ich die scheiß Landung hinkriegen. Steig aus, Bär! Genau, einfach so. Genau. Was? Nee, nimm das Teil. Ja, nimm das Teil. Und jetzt X. Ah, nee. X nicht? Achso, ich habe B gedrückt. Achso, ja. Genau, X, jetzt hast du es direkt rangebaut. Das zweite Teil brauchst du noch. So, und jetzt kannst du. Und jetzt musst du da noch die Ziele abschießen. Du musst öfter drauf schießen. So. Tja, das wird erstmal nichts, aber deswegen erstmal die Mission fertig machen. Ja. Vielleicht überlege ich es mir anders mit dem Tony. Vorerst. Ja, jetzt haben wir aber wenigstens noch den Jiggy. Du hast insgesamt 2 Minuten dafür, um das alles zu schaffen. Das ist ja machbar. Wenn ich jetzt nicht eben mit den komischen Teilen Probleme gehabt hätte, dann wäre es ja eigentlich machbar. Stimmt, wenn das jetzt nicht gewesen wäre, dann hättest du es sogar geschafft. Wäre sehr verrückt. Willst du es nochmal probieren? Einmal geht, ja. Und danach tötet mich meine Leber. Einmal geht noch. Leberzirrhose. Ja.
Oh, was habe ich jetzt? Ich habe einigermaßen gut gemacht. Du hast den Jiggy verdient, aber ich hatte gedacht, du würdest auch ein besseres Ergebnis zusteuern. Zusteuern? Na, dieser verrückte Maulwurf. Mann, du machst mich fertig, leider. Immer soll ich Geld dazu steuern. Der hat keine Augen über seine Brille gehabt. Und jetzt tanzt er auch noch, oh Gott. Bla bla bla, pelziger Freund. Bla 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 bla, fliegen wir. Mein Gott, das war voll gruselig, dass der keine Augen hat. Hast du das auch gesehen? Ich habe nicht drauf geachtet. Die Pupillen sind voll hinter seiner Nase verschwunden. Das ist wie der satanistische Bär in unserer ersten Aufnahmesession. Da hatte Benjo ja keine Pupillen für kurzzeitig. Ja, stimmt. Das ist genauso gruselig gewesen. Sie sind Brüder. Sie waren wie Brüder. Band of Brothers. Wie in diesem Steven Spielberg. Genau. Nicht Spielberg, Quark. Ja, Band of Brothers Spielberg, tatsächlich. Nein, Stephen King. Das Dorf der Verdammten, oder wie es heißt. Mit diesen lustigen Kindern, wo die Augen rot leuchten. Okay, das kenne ich nicht. Ja, es ist so ein Ding. Nee, Stephen King bin ich jetzt nicht unbedingt so bewandert, muss ich ehrlich sagen. Ach, das ist niemand. Doch, Stephen King-Fans wahrscheinlich. Ach, die gibt's nicht. Aber der macht ja aber auch viel, kann das sein? Da gab's doch diesen einen Sketch, wo er mit so einer Lampe einfach vor so einem Verleger rum... Hampelt. Das fürchterliche Rampenmonster. Echt? Ja, ja. Okay, den Looping hat er nicht angenommen. Den jetzt. Okay, du bist zeitlich ungefähr genauso gut wie letztes Mal dran. Jetzt weißt du ja am besten, wie das mit den Dings geht, mit den Teilen. So. Du wirst wirklich immer besser. Naja, das ist ja auch das Ziel der Sache. Dass ich besser werde. Try and error. Damit der Scheiß so schnell wie möglich ein Ende nimmt. Nein! Sehr gut. Sauber. Und jetzt musst du die 4 Ziele noch in der Zeit schaffen. Ja. Oh Gott, das wird knapp. Okay, es sind 2 Minuten 10, die du insgesamt hast. Ja. Yeah! Jawoll! Nice. Scheiß Maulwurf. Wie gesagt, ich habe das noch nie hingekriegt. Und der Speedrunner sagt, er hat nie Probleme mit der Mission gehabt und immer Tony Tiger geholt. Er weiß nicht, warum das so schwierig ist. Man hat wirklich kaum noch Augen. Sie sind irgendwie da, du bist aber... Du Naturtalent, geboren, um zu fliegen. Du hast zweifellos eine Ehrenauszeichnung verdient. Die nicht mal von dir kommt, sondern von irgendeinem Tiger, der einfach radical ist. Yeah, I'm the Red Tiger, man. Hey, nicht schlecht. So, übernimm Ashley. Das ist ein Insider? Sketch, nicht Sketch, bei die Simpsons. Die Olsen Twins, nicht die Olsen Bande. Ja. Wir lesen da so ein Hörbuch vor. Immer abwechseln und dann immer, übernimm Ashley, du bist doch Mary-Kate. Alles klar. Achso, du hast mich gerade Mary-Kate genannt. Ich bin also Ashley. Der Anorexie von uns. Achso, du hast mich Ashley genannt. Was hat sie? Anorexie? Hat sie Anorexie? Die eine, die hatte doch Magersucht, dachte ich. Achso. Weiß ich nicht, ich habe mich damit irgendwie nicht so beschäftigt. Ja, das habe ich nur irgendwann so bei so Serien halt immer irgendwie so mitgekriegt. So VH1 Illustrated oder so eine Sache. Der Schaffrat ihr Bikini. Autsch! Das war eine Bombe. Was? Schaffrat ihr Bikini? Mit Schaffrat ihr Bikini. Da war der Silberne. Ja, ich hab's gesehen. Der Silberdollar. Oh yeah. Wer den Silberdollar nicht erntet, ist der Golddollar nicht wert. Ja. Ja, wer seinen Silber nicht erbt, ist das Goldessen nicht wert. Merkt euch das, Kinder. Frag mal Judas. Der hat auch Gold gefressen. Nee, der hat Silber bekommen. Echt? Ja. Dafür, dass er Jesus betrogen hat? Genau, 30 beim Silberlinge. Blackjack? Beim Blackjack. Und beim Nutten. Jack Black und Nutten. Jack Black und Nutten, das ist das, was jedermann möchte. Ja, warum nicht?